Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play vom Pixelmon Mod. Ich bin auf der Suche nach einem Waldbiom zum uns ein wenig niederlassen. Oh. Okay. Habe ich's verschwendet. Aber wir haben ja alle Apricoco schon gesammelt. Und jetzt suche ich eben dieses Waldbiom, das einfach nicht auftauchen will. Jetzt lieber so Berge und Schnee als meines Wünschen. Es laggt lieber und es ladet nicht nach. Hallo? Mini-Rihorns, wieso gebt ihr mir keine Waldbiome? Ich brauche doch ganz einfach ein Waldbiom. Hier habt ihr gesehen, einen Blattstein. Sehr schön. Und gibt es nicht andere Bäume? Ich brauche noch Bauholz. Hallo, ich brauche schönere Bäume. Und mit einem Mega-Lag. Ah, ja, aber. Oder Fraps. Eins von beiden. Ist nicht gut, wenn ihr so langsam seid. Ein Netzball. Also hier Full Restore. Netzball. Wo ist der Blattstein? Was haben wir? Kein Blattstein. Haben wir den nicht aufgesammelt? Ich brauch doch den Blattstein. Heide. Wo war der? Der war da vorne. Irgendwo. Irgendwo hier. Das ist wichtig, dass wir den mitnehmen. Hier haben wir so ein Monferno. War das schon so weit weg? Gibt es dich noch? Oh, da oben ist auch noch ein Pokéball. Pokélootball. Hier war er. Und ich habe ihn nicht. XP-Share, sehr schön. Das ist sehr wichtig zum Pokémon-Leveln. Hier war doch der Ball. Oder? Ach egal, bekommen wir den Blattstein nicht. Gehen wir lieber hier drüben durch irgendwie. Sieht nicht so gut aus. Hier kommen wir irgendwie nicht drüber. Hier haben wir einen Aaron-Boss, roter Boss. Okay. Das ist, glaube ich, der Stolunior, oder? Gehen wir nach Süden. Hier haben wir ein extrem großes Onyx. Ach bitte, ihr seid mir immer im Weg. Könnt ihr nicht verstehen, dass ein Pokémon-Trainer rennen muss und nicht immer aufgehalten werden muss? Also bitte. Oh, die Safari-Zone möchte ich auch mal machen. Wenn wir gut mit Microblocks arbeiten können, können wir auch mal so Pokémon nachbilden, Statuen machen und so weiter. Und ja, andere Dinge. Extrem detaillierte Dinge herstellen. Hier können wir mal ein bisschen Lehm graben. Oh, das will ich auch wissen, was man alles mit Lehm enden kann. Mit gebranntem Lehm und mit Lehm, wo man
Ziegel, also die Ziegelsteine. Hier ist sehr wichtig, viele mitnehmen. Vor dem Ertrinken nach oben. Sehr schön. Wir haben kein einziger Schaden bekommen durch das Ertrinken. Sehr schön. Jo, eben wenn wir die Pokebälle haben, dann trainieren wir natürlich auch vorrangig ein bisschen die Pokémon und so weiter. Und fangen neue natürlich unbedingt. Da ich ja Challenges gemacht habe, werde ich natürlich besondere Pokémon trainieren. Nicht unbedingt starke, aber ja, coole Pokémon. Ich habe schon sehr viele geplant. Lasst euch überraschen und ja, es wird richtig viel Spaß machen. Endlose Berge. Extreme Hills überall. Heide. Sind wir schon bei 3500 Meter südlich. Und wir finden einfach kein anderes Biom momentan, außer Schnee und Berge. Nicht gut. Gar nicht gut. Was ist denn das? Ah, das ist... Ja, genau, das ist dieses, eines der neuen Pokémon. Eines der neueren, wo ich mich nicht gut auskenne. Weil ich ja kein 3DS habe. Und ein DS auch nie besitzt habe, nur Emulator gespielt habe. Aber ich habe den Ding geliebt, den Game Boy Advance SP. Oh, der war so geil. Ein Heavy Bell Ball. Die spare ich noch auf, die brauchen wir später für die großen, für die hochleveligen Pokémons. Ein Fairy? Wo ist ein Fairy? Clefairy, ja. Clefairy. Clefairy? Aber ich finde es noch recht geil gemacht von den Mod-Entwicklern, dass die wirklich auch ihre Sachen sagen. Oh, hier ist es schön. Cool. Okay, hier unten sind so Pokémon wie Menschen. Die Bissharp. Okay, ganz viele. Und ja, dieser Goblin, den kenne ich. Sind einfach zu große Biome, ich finde. Ja, zum Bauen ist es wunderschön, aber zum Suchen nach neuen Biomen ist es halt extrem schwer und zeitaufwendig. Sonst machen wir einfach hier irgendwo Marmoria City. Oder ein anderes Bergdorf, Bergstadt. Oh, ein großes Skani. Wie heißen die? Skopla oder so. Ja. Ich könnte die überhaupt nicht schon wieder ein Schneebiom. Nein, bitte. Es ist langweilig. Ach komm, dann fangen wir neu an. Oder ich weiß nicht. In eine andere Richtung weiter oben oder so.
Es passt mir überhaupt nicht. Hier können wir nicht schön bauen. Ich will die Map am besten haben lassen und einfach irgendwo anders bauen. Aber wir brauchen natürlich so lange, um ein gutes zu finden. Ach komm, wir haben Geduld, wir lassen diese Map. Aber wir müssen etwas finden, sonst bringt es auch nichts. Dann machen wir mal das. Das gibt's gar nicht hier. Zum den Regen ausstehen. Oh, ein Dschungel, aber das ist auch das Falsche. Was gibt es für Dschungel? Es gibt, glaube ich, gar keine Dschungelstädte in Pokémon. Wir müssen weiter. Wir gehen nicht in den Dschungel. Wir gehen jetzt hier durch. Ja. Oh, ein Kindwurm. Sehr schön. Ja, diese Zombiris heißen die. Ja, den habe ich leider nie getroffen in Rubin. Den gab es in Rubin nicht. Rubin ist eine meiner meistgespielten Versionen und ich freue mich auf Omega Rubin. Oh, das wird so cool sein. Noch ein Pokémon-Loot. Ball. Nestball wieder. Den zweiten wahrscheinlich. Ah, der andere ist Netzball, genau. Leider nichts Gescheites. Ach, wieso, Generator? Bist du nicht ein bisschen besser? Wieso tust du mir so weh? Ich will doch nur etwas Schönes finden. Es wird mir nie gegönnt, den Generatoren. Aber der Beimse Plenty Generator, der ist noch schlimmer. Der macht so grässliche Biome, überall Dreckbiome. Oder verdörrtes Grasbiome. So. Finde ich nicht so schön. Wenn nur das Gras hier in den Hochländern schöner wäre. Ach, bitte erfinde von diesem Texture-Pack. Bitte ändere die Farbe. Es ist ja schon, ja, angenehm, aber es ist ein bisschen trostlos. Hier kann man gut rennen. Und Bäume, wo seid ihr? Es gibt doch so viele Bäume. Baumarten. Wo sind die? Zum Beispiel habe ich in einer Testkarte einen Tigerbaum gefunden, Tigerwut. Aber den gibt es hier in diesem, auf dieser Map auch nicht. Hey, bug nicht immer herum. Ach komm, geh endlich zu Ende. Die, schaut, wie groß das ist. Das ist einfach gigantisch groß. Geh endlich zu Ende. Ein Lucky Egg. Das ist, glaube ich, für Chainera. Und
erhält ihren Schaden für Eier, glaube ich. Die Eierattacken. Und jetzt leckt es irgendwie komisch. Ei, du. Fraps, bist du am Lacken? Geht doch nicht, wenn du so leckst. Wir gehen jetzt weiter nach Osten. Westen ist das. Nach Süden. Einfach weiter nach Süden. Hier ist nochmals Dschungel. Noch ein bisschen nach Südwesten. Blattstein. Wieder ein Onyx. Hey Onyx, komm mal zu mir. Ich möchte dich in einen Pokéball quetschen. Hallo? Hey Onyx, hallo. Dann lasse ich ihn halt in Ruhe und suche weiter mein Biom. Noch ein Poké-Lootball. Ein Max-Effer, sehr schön. Das regeneriert die AP. Und maximal mit dem Max-Effer. Und das Ding-Biom hört nie auf. Ah, das ist auch ein gutes Pokémon, leider wenig HP. Irgendwann, irgendwo, irgendwarum finden wir schon. Ach, lass mich doch in Ruhe. Du auch. Irgendwann finden wir unseren Platz zum Fertania City bauen. Jetzt kommt wieder so ein Gesang. Gibt es kein Lehm außerhalb von Wasser? Ich müsste noch ein bisschen Lehm mitnehmen. Ein Stollos. Oder ist der Stollos der Große? Ich weiß es nicht mehr. Gibt es kein Stollking oder so? Ah, es gibt glaube ich Stalos und Stollos oder so. Das weiß ich noch nicht mehr. Wie oder was? Ach man, ich komme immer an diese riesen Ding an. Ja, halt die Vierecke, die sind. Zum Auswählen, zum Pokéball treffen und so. Komme ich immer an, dann werde ich immer gestoppt. Wir haben einen Hyperstrahl bekommen als TM. Sehr schön. Also hier haben wir natürlich nochmals ein großes Bergbiom. Nicht sehr gut, schön. Oh Gott, ich dachte schon, wir sind runtergefallen.
Wir finden einfach mal nichts anders als diese Bergbiome und Schneebiome und Dschungel. Hier haben wir wieder eine riesen Ansammlung von Fischen, von Wasser-Pokémon. Gehen wir mal dorthin. Wieso habe ich jetzt... Ah, jetzt habe ich wieder 60 FPS. Jetzt habe ich zwischendurch nur 30 FPS. Ein Sumpfbiom, wie abwechslungsreich. Heide. Ich brauche aber kein Sumpf-Pokémon, Biom, sondern... ein... Was? Hasenglöckchen? Kenne ich nicht. Wir finden so viele Lootbälle. Wir haben schon unser ganzes Inventar voll. Geht weg! Hallo! Auf die Seite, ich muss zum Lootball. Powerlinsen. Ah, das wird noch einige Zeit gehen, bis wir so ein Biom finden. Muss ich mich halt mit einem Bergbiom begnügen. Bauen wir einfach irgendwas anders. Ein bisschen reiße ich jetzt noch. Ein Antidot. Ein Wüstenbiom. Wollen wir was in der Wüste bauen? Aber was? Es passt einfach nicht zu Pokémon in der Wüste. Zwar passt es schon, aber ich weiß nicht, was bauen soll. Eine Pyramide oder so. Aber da müsste man eine andere Wüste finden und dort Sand abbauen. Ja, nein, lieber nicht. Lieber nicht. Wir gehen einfach weiter. Dort ist ein grünes Machomai. Und ein Macholo, ja. Ein Macholo. Ein Glumanda, ein Vulpix. Ein Sumpf. Okay, müssen wir schon fast durch den Sumpf. Gehen wir aber außen herum. Bei der Wüste entlang oder so. Gehen wir dort noch zum Häuschen nach oben. Und machen dort einen Wegpunkt. Und gehen zurück. Leider nicht erfolgreich. Schade, schade. Ach komm, nicht legen. Hallo? So. Ja. Hexenhaus. So. Wir sind hier alles durchgerannt. Haben nur die gleichen Biome gefunden. Wir müssen schon fast hier nach links gehen oder so. Gehen wir zuerst mal zurück. So. Und nehmen hier, ja, das können wir später machen. Okay, alles in den neuen rein. So.
gut. Jetzt eben die pflücken und dann herstellen. Machen wir zuerst nur Pokébälle. Ich möchte aber die... Ah, da drin sind sie. Die roten noch mehr anpflanzen. So, und die weißen nehme ich noch mit. Dann nehme ich hier das schwarze und lege es dorthin. So, das ist schwarz. Gut. Also, ja, jetzt haben wir natürlich keine roten mehr. Müssen wir halt nochmals warten. Die grünen sind hier gewesen. So. Ah, jetzt haben wir ein schwarzes. Wieso spicken die immer so weit weg? Ist auch irgendwie komisch. So, die rosanen sind fertig. Hey, hallo! Oh Gottchen. Brauchen wir die Rosanen überhaupt so viel? Ja, wir setzen sie jetzt einfach mal hin. Dann ist es uns einfach unsere Zwischenfarm. Und wir gehen dann irgendwo anders besser farmen. Besser ein Haus bauen. So, wir gehen jetzt in diese Richtung und schauen mal, was dort ist. Vielleicht ist ja das nächste Biom. Direkt ein Waldbiom oder so. Aber ich verspreche mir nicht allzu viel Hoffnung. Früher gab es eine Zeit lang recht viele Waldbiome. Das wurde wieder weggepatcht. Leider. Ich hätte gerne mehr Chance auf grüne Biome. Als auf irgendwie so Kackbiome, die niemand will. Hallo? Endloser Dschungel und höhenunterschiedlicher Dschungel, sagt man dem, unebener Dschungel. Ich möchte gerne, dass ich dich verlassen kann und irgendwie leckt es immer kurz. Wahrscheinlich wegen dem Biomladen. Das mag Frebs auch nicht so gerne. Hier haben wir rote Beeren. Nehmen wir die mit. Ein Teil zumindest. So, kommen wir denn bald mal auch heraus? Oder... Hallo! Was ist denn das? Das kenne ich gar nicht, das Pokémon. Dort oben ist ein Tempel. Wow. Gehen wir in den Tempel hinein. Oh, Schnee. Ich will kein Schnee, verdammt nochmals. Es gibt genug Schnee auf dieser Karte. Es muss nochmals ein Schneebiom kommen. Wie hoch ist dieser Tempel? Okay, es geht wieder runter.
Hallo? Ich möchte gerne... Aua. Hilft nicht so gut, wenn wir uns treffen lassen. Zwei Diamanten, sehr schön. Den Rest können wir mal anders mal mitnehmen. Dschungel, Tempel 1. So, Richtung Norden. Und ach, so ein Dschungel ist schon hardwarefressend. Oh Gottchen. Ich mag Dschungel nicht. Hallo, lasst mich durch. Was ist hier so hell? Lava natürlich, oder? Ja. Nicht Dschungel verbrennen lassen. Hier oben ist Wüste. Gehen wir mal in die Wüste. Vielleicht gibt es irgendwas in der Wüste. Ein Dorf haben wir leider auch noch nicht gefunden. Schade. Ja, ich möchte es gerne ein bisschen spannender machen, das Let's Play, aber wenn es natürlich nicht viel zum Entdecken gibt, kann es auch nicht spannend sein. Da erzähle ich lieber noch etwas über Pixelmon. Ja, es kommt bald ein Update heraus, wo die Animationen verfeinert werden und besser aussehen und so. Und weiteres wurde noch nicht leider bekannt gegeben. Oh, ein Tempel. Oh. Ich will in den Tempel hinein. Gehen wir in den Tempel hinein. Ist das eine Mobfalle? Nö, oder? Scheinbar nicht. Nein. Gehen wir in den Tempel hinein. Und schauen, was wir hier finden. Oh, ein Sattel. So, können wir die Kisten eigentlich mitnehmen? Einen Faden brauchen wir doch nicht. So, jetzt müssen wir nur noch nach oben kommen. Ich will die aber mitnehmen. Ja, ein Redstone. Finden wir noch genug? Ja, toll. Ei, du.
Ich möchte einen Crafting Bench machen. Und jetzt eine Spitzhacke. So, noch weiter nach oben. Gut. Raus hier. Noch markieren. Wüstentempel 1. So, wir gehen weiter in diese Richtung. Irgendwann finden wir noch eins. Hier haben wir ein Meer. Und ein Sumpf. Nicht gut. Gar nicht gut. Also jetzt haben wir alle Biome außer Wald und Ebene nicht. Hä, was ist denn das für ein Biomgenerator? Solch eine Frechheit. Das ist eine riesengroße Frechheit. Noch ein Tempel. Noch ein Tempel. Gott, oh Gott. Und wieder ein Dschungel. Nein, ich hätte niemals gedacht, dass das nochmals ein Dschungel kommt. Es kommt nur aus solchen Schrott. Ich sag jetzt zu allen Schrott. Schrottbiom. Bis ich ein Ding habe. So. Bann. Rechten wir eigentlich nicht. Noch ein Sattel. Okay, dann gehen wir zurück. Irgendwann finden wir eins. So. Aber immerhin haben wir jetzt recht viel Loot. So. Ach, mehr Kisten. So, einfach mal hier hinsetzen, weil wir da die ja sowieso bald weg haben. So. Irgendwo anders platzieren müssen. Danke fürs nicht mitnehmen. So, dann gehen wir mal ein bisschen meinen. So, hier runter. Ah, es macht weh in den Augen. So hin. Schleudern. Also hier haben wir ein paar Sachen ja noch nicht erkundet. Nehmen wir ein bisschen Kohle mit. Und bald können wir Pokémon trainieren und so weiter. Das wollt ihr sicher auch am meisten sehen. So, wegwischen. Hier haben wir Gold. Das können wir auch wegmachen. Ich hoffe, aus Obsidian kann man noch etwas recht Schönes draus machen. Und
und Smaragderz, also das Smaragdblöcken. Ich hoffe, wir haben recht schöne Sachen, die wir machen können. Also wenn das nicht geil wird, dann weiß ich auch nicht. Ihr habt sicher dann auch Spaß, wenn ich jetzt baue. So, hier ist nur noch Lava. Das Eisen unbedingt mitnehmen. Wir haben nur sehr wenig Eisen. So, dann machen wir mal Strip Mining. Wir sind hier auf Ebene 16. Wir gehen runter auf 9, weil auf 9 haben wir weniger Lava. Alles auf 12. Für später effizient ist es natürlich besser, wenn wir auf 12 gehen. Aber so können wir sicher auch etwas Gutes finden. Ein paar Diamanten suchen. Zum Beispiel hier Redstone. Hier haben wir Wasser. Was haben wir denn hier? Gold. Nehmen wir gerne mit. So, das Gravel abbauen. Was ist hier hinter dran versteckt? Nichts Gescheites. Ja, schade. Naja, machen wir das nächste Mal weiter. Ich mache hier mal Strip 1 und gehen nach oben. Sammeln noch ein paar von den Teilen hier. Apikokos ein. Und das nächste Mal geht's weiter mit dem Training. Und dann aber mit viel. Und Pokémon sammeln, Pokémon suchen. Alles Mögliche. Ja, was haben wir denn noch wenig? Die schwarzen. Das könnten wir noch brauchen. Die roten können wir noch gebrauchen. Und die gelben. So, nach vorne ein paar gelbe hin tun. Ja. Also gut.
Ja, also bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und hoffe, es gefällt euch. Bye!